Vor einigen Wochen beschloss der Magdeburger Stadtrat, das Kuratorium Ulrichskirche bei seinem Bemühen, die 1956 gesprengte Kirche wieder aufzubauen, zu unterstützen. Wir trafen uns ein paar Tage später mit Vertretern des Kuratoriums, denen die Freude natürlich ins Gesicht geschrieben stand. Außerdem gibt es seit kurzem eine kleine Broschüre, die Vergangenheit und mögliche Zukunft des Bauwerks beschreibt. Am Tage unserer Aufnahmen war die Stadtratsentscheidung erst wenige Tage alt und dementsprechend fiel auch die Reaktion des Kuratoriumsvorsitzenden Tobias Köppe aus. Also ich freue mich natürlich sehr, dass wir eine große Unterstützung bekommen haben von den Parteien. Es ging ja durch alle Parteien, was diesen Antrag der 11 Stadträte betraf und den Ergänzungsantrag der SPD. Darüber sind wir sehr froh, weil wir dadurch natürlich keine Zeit verlieren. Wir haben ja unser enges Zeitfenster 2017, Lutherdekade. Die ist aufgegangen an dem Tag, an dem wir uns gegründet haben, am 31.10.2007 und Ende 2017. Wir sind Demokraten, wir hätten auch den Bürgerentscheid akzeptiert, natürlich hätten auch alles getan, um den Bürger zu informieren vor dem Märztermin im Jahre 2011, den der OB vorgeschlagen hat. Aber nun ist es anders gekommen und nun verlieren wir kein Dreivierteljahr Zeit mit Wahlkampf, sondern können uns in die Spendenakquise begeben, was ja unser Wunsch und Ziel war. 1956, wir wissen alle, SED-Stadtrat, Herr Daub, der Bürgermeister, das waren die Sprengmeister. Das wäre eine Chance gewesen der Wiedergutmachung, aber ich hebe nicht den moralischen Zeigefinger. Wir sind froh mit der Entscheidung und wir haben auch selber im Kuratorium Mitglieder der linken Partei, von daher ist alles gut. Genau, wir haben im Kuratoriumsvorstand entschieden, dass wir ein sogenanntes DKV-Heftchen herausbringen vom Deutschen Kunstverlag. Sie werden das vielleicht alle kennen vom Magdeburger Dom, da gibt es das auch. Das sind ganz hochqualitative Hefte, die in aller Kürze die reichhaltige Geschichte der jeweiligen Kirchen darstellen. Normalerweise gibt es die ja in den Kirchen zu kaufen. Hier fehlt die Kirche noch. Das Heftchen wird 3 € kosten und wird bei Fritz Wahle in der Buchhandlung und beim Magdeburg Souvenir von Dirk Schönfeld zunächst erhältlich sein und später auch im Buchhandel. Genau, dieses Heftchen ist quasi für den schmalen Geldbeutel und zur richtigen Zeit, jetzt, wo alle danach schreien, sich zu informieren, kompakt. Das lesen Sie ja, wie Sie selber gesagt haben, in 30 Minuten durch. Und Sie finden sehr, sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte an diese reichhaltige Geschichte der Stadt Magdeburg. Die Ulrichskirche ist quasi immer mittendrin, ist ja auch klar. Sie ist ja, wir sagen ganz provokativ, die Mitte der Stadt. Und von daher ist dieses Buch quasi aus, dieses Heftchen aus dem Buch herausgezogen in kompakter Form. Und das Buch wird mit dem Magdeburger Mauritius Verlag zusammen wahrscheinlich im Herbst oder im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Ebenfalls zum Vorstand des Kuratoriums gehört Peter Riffert, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Also der Schwerpunkt, um auf die Bürger zuzugehen, ist nach wie vor der Informationsstand. Da haben wir jetzt verdichtet. Wir haben unmittelbar nach der Stadtratssitzung am Folgetag den ersten Infostand gehabt. Der war zunächst angelegt als, ich sag mal, als Wahlkampfstand, mussten wir aber nicht. Dann haben wir umgeschaltet, jetzt um weitere Bürger für uns zu gewinnen. Auch den Oberbürgermeister wollen wir eines Tages für uns gewinnen und den Räten, die sich für uns schon entschieden haben, wollen wir zeigen, ihr habt nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, es stehen immer mehr Magdeburger hinter eurer Entscheidung. Aber wir werden nicht müde, wie gesagt, immer mehr Bürger für uns zu gewinnen und eines Tages wird er vielleicht sehen, dass er sich vielleicht doch deutlicher positionieren muss. Uns wäre zum Beispiel lieb eine Schirmherrschaft mit dem deutlichen Versprechen, ihr kriegt von mir nicht einen Cent, nicht mal indirekt über die Mitarbeit der Stadtverwaltung. Dann wären wir froh, dann könnten wir sagen, unser Bürgermeister steht dahinter, dass hier eine 500 Jahre alte Geschichte, Luther, von hier aus in den Lutherschriften rausgegangen, Sie wissen das. Und eigentlich war das hier, nicht umsonst heißt ja Magdeburg, unseres Herrgottskanzlei. Ich bin selbst kein bekennender Christ, aber ich mag die Kirche, alle Kirchen, auch alle Kirchen, die meinen, weil das eigentlich eine gute Sache ist, trotz bestimmter Dinge. Natürlich auch als historische Bauwerke, ja, mit besonders viel Kunst. Das kommt hinzu, das ist ja wirklich eine der schönsten Kirchen, und eine der ältesten Kirchen auch. Und vor allen Dingen hat sie eine riesige Geschichte eben, seitdem hier die Streitschriften an alle Welt gingen. Hier entstand die erste Kirchengeschichtsschreibung von großer Bedeutung. Vielen auch bekannt als die Zenturien von Magdeburg. Und es ist einfach schön, dass ich hier bei sein kann. Und mir hat mal ein Kollege von mir und jetzt heute noch oder heute Landtagspräsident, der Herr Dieter Steinecke, mal gesagt, Peter, wenn du etwas willst, dann musst du brennen. Lichterloh brennen, dann schaffst du es nicht. Und ich brenne für die Kirche.
Der Herr Dr. Kutschmann hat ja einen interessanten Satz geprägt: Wenn die Kirche wieder kommt, wird sozusagen das Herz Magdeburgs wieder eingepflanzt, was dann sozusagen die Mitte wieder zu schlagen beginnt. Wie fanden Sie diese Äußerung? Ja, großartig. Da sieht man, dass auch dieses Brennen, von dem Peter Reffert gerade sprach, auch bei den Stadträten angekommen ist. Das ist ja auch ein Erfolg unserer Vereinsarbeit und ein Erfolg von 180 Vereinsmitgliedern, die mittlerweile diesen Verein tragen. Naja, es ist Pluralismus in der Gesellschaft, das ist klar, das geht durch alle Vereine, durch alle Parteien. Also Katastrophe, das Wort ist natürlich hart, das sollte ja auch provozieren. Die Katastrophe ist die Sprengung gewesen. Ja. Die Sprengung zu einem Zeitpunkt, als die Ernst-Reuter-Allee schon bogenförmig um die Kirche herumgeführt worden ist. Warum haben wir denn heute diese städtebauliche Situation? Man hätte ja hier auch gerade über den Platz zur Elbbrücke gehen können. Natürlich deswegen, weil die Ulrichskirche hier stand und alles richtet sich auf sie aus, selbst die Höhe der begrenzenden Bauten der 50er Jahre. Das ist eine wunderbare städtebauliche Ästhetik und das hat Dr. Peters ja auch in seinem Statement, der ehemalige Chef des Stadtplanungsamtes, nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht. Ich habe da drüben gewohnt in der 18, habe verbotenerweise aus dem Fenster auch die Sprengung mitverfolgen müssen als Knabe von 14 Jahren. Aber nicht gefilmt, wa? Leider nicht. Ich meine, Perfekta gab das nicht her, sie war auch nicht zur Hand. Jedenfalls haben wir, vorher waren wir schon immer auf der Kirche auch, sie haben gestiegen. Viele Leute staunen dann und sagen, was, das Uhrwerk ging noch? Ja, es ging noch, bis zur Sprengung. Da kam der Mann hoch, zog das auf mit einem riesen Stahlseil und dann machte das tak, tak, wie es ist. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich habe hier in dem Haus gewohnt, da war einer der maßgeblichen Bauingenieure, die dieses Projekt verwirklicht haben. Und der hat mir gesagt, diese Zinnen dort oben, die sollten eine sozusagen eine Reminiszenz an diese Zinnen sein. Und nach der Sprengung haben die sich hier drüben dann nicht wiedergefunden. Denn der Teil wurde ja später gebaut und da wurden diese Zinnen nicht aufgesetzt. So weit ging das. Und das ist auch ein Beweis dafür, nicht nur die Traufhöhe, auch mit diesen Zinnen, dass die Architekten der früheren Jahre wirklich die Kirche voll integriert haben wollten in dieses Ensemble. Das sind ja alles Fakten, die heute in Magdeburg ja nicht mehr wissen, wenn sie ihnen keiner erzählen würde, so wie Sie. Ja, wir haben am Stand viele ältere Magdeburger, ich weiß nicht, unsere älteste Dame, ich verrate ihr Alter nicht, aber sie ist schon bedeutend älter als ich zum Beispiel. Wir wissen, wer die älteste Dame im Kuratorium ist, das ist Frau Dresecke. Ja, na gut, okay, die wäre auch beinahe hier gewesen, aber es war zu spät. Ja, die hat also, vertritt immer wieder die Meinung und die ist ja so, noch, die war ja da schon eine erwachsene Frau, als das passierte. Und die geht immer speziell auf die älteren Standbesucher zu. Und wird dann nicht müde, Ihnen das zu schildern, wie schön das war und dass Sie doch bitte schön mittun wollen, dass es wieder ersteht. Alles klar, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden und wünsche Ihnen für die weitere Arbeit viel Erfolg und viel Glück. Das werden die beiden und das gesamte Kuratorium allerdings auch brauchen. Denn vor wenigen Tagen haben sich nun auch die Gegner des Wiederaufbaus der Ulrichskirche organisiert und haben damit begonnen, Unterschriften für einen Bürgerentscheid zu sammeln. Das, was der Oberbürgermeister ohnehin vorgeschlagen hatte. Wofür er aber im Stadtrat nicht die notwendige Mehrheit bekam. Zum ersten Treffen der Initiative waren wir als offener Kanal nicht eingeladen worden, aber wir werden natürlich auch den Kontakt zu den Gegnern suchen, damit man uns keine einseitige Berichterstattung vorwerfen kann.